Am Baunatthaler VW-Werk ging es schon um 4.30 Uhr los. So früh trafen sich dort mehr als 1000 Mitarbeiter, um in einen 24-stündigen Streik zu treten. Es war der erste Warnstreik im VW-Werk Kassel seit 2004. Um 8 Uhr begann dieser Arbeitsausstand dann auch in der Kasseler Nordstadt. Zu diesem Streikzelt an der Wiener Straße kamen etwa 1000 Frauen und Männer, unter anderem von Rheinmetall und Bombardier. Die IG Metall hatte zu dem 24-Stunden-Streik in der Metall- und Elektrobranche aufgerufen. Zu den Hauptforderungen gehören vor allem 6% mehr Lohn und die Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit befristet auf 28 Stunden zu senken. Wer das in Anspruch nehme, etwa um seine Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, solle außerdem einen kleinen Lohnausgleich erhalten, damit der Geldverlust durch die reduzierte Arbeitszeit nicht allzu stark ausfällt. Am Donnerstagabend schließen sich dann noch hunderte Mitarbeiter des Mercedes-Benz-Achsenwerks dem Streik an, die sich dann ebenfalls am Zelt in der Kasseler Nordstadt treffen.